Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Ach, guck, jetzt können wir das mit einer höheren Schwierigkeit nochmal spielen. Ja, siehst du mal, dann weißt du schon, worauf das hinausläuft. Ja, und dann haben wir Tricky und wahrscheinlich Hard. Man kann übrigens auch, unten links steht es ja bei RB, Dress Up. Man kann neue Masken und, ich sag jetzt mal Schildkrötenpanzer, so Panzer dazu holen. Ja, zumindest kann man die wechseln, wenn man welche hätte. Ich meine, du kannst mal kurz drauf gehen. Tiki Mann. Was machst du denn jetzt? Einmal hier oben gehen, da kann man auch gucken. Hey Man. Ja, du bist der Neue hier. Ich habe antike Tokens. Diese Münzen? Ja. I'll give you some items from my... da können wir auch uns umkleiden. Wir können uns neue Masken holen. Wir haben halt noch nicht genug. Wir haben ja erst 10 Münzen gesammelt. Wenigstens sieht man sie jetzt mal. Ja, aber man kann sie dann sehen. Ob das irgendwas bringt? Mal gehen wir auf Show Details, also auf Details anzeigen. Also die haben wirklich Auswirkungen, hä? Ich weiß es nicht, ob da dann vielleicht so grafische Effekte sind. Der Tanzballett? Nein, ich kaufe das noch nicht. Ich kann es leider nicht kaufen. Was passiert, wenn du X drückst? Okay, dann ziehen die an. Alles klar. Ah, guck mal. Hier, die finde ich ja süß. Ja, aber guck mal bitte bei Panzer, was wir da noch haben. Ja. Da gibt es auch verschiedene. Und Show Details? Geh mal bitte auf Details. Jawohl. Okay, nee. Ich glaube, das ist reine Optik dann. Ja. Oder? Doch, muss ja Optik sein. Dein Ritterschild. Also man kann das, also zumindest beim ersten Teil konnte man damals nicht sterben. Also das Männchen an sich konnte nicht sterben. Sobald man von den Gegnern getroffen wird, verliert man halt Geld und landet erstmal auf dem Rücken. Ja. Das war's dann. Ja gut, dann lass uns mal die nächste Schwierigkeitsstufe probieren. Wo war denn noch was? Hast du noch was gesehen? Nee, da ist nichts mehr. Da kommst du nirgends weiter. Ja, also können wir in der Demo jetzt leider nur das erste Level spielen. Was war hier? Ah, auch das gleiche. Da kannst du es halt anziehen, genau. Dein begehbarer Kleiderschrank. Jump, jump. Mein begehbarer Kleiderschrank. Auf geht's. So. Na, zeig mal, was du kannst, hey. Versuch mal das Ganze mal in Tricky. It's Tricky. Oh, ich freue mich voll über das Spiel. Perfekt. Oh, wir müssen perfekt schaffen, damit wir einen Regenbogen bekommen. Also keine Kinder verlieren. Genau, kein Chibi darf jetzt verloren gehen, sonst müssen wir es so lange machen, bis wir halt unseren Regenbogen voll haben. Vielleicht mal gucken, ob wir dann noch Level spielen können. Ich weiß es auch nicht. Ich denke mal die Reihenfolge, also man sieht oben, die Wellen kommen schneller rein. Also sie starten schneller. Und ich bin mal gespannt, ob die Gegner jetzt auch in einer anderen Reihenfolge kommen. Aber ich meine, wir hatten eben auch als zweites schon Lufteinheiten. Mach lieber nicht alles zu sehr am Anfang, ne? Ja, ich habe jetzt die zwei Türme gehen ja auch gegen Lufteinheiten. Gut ist immer, wenn man in diesen 180-Grad-Kurven genau in der Kehre sozusagen was baut. Hab ich ja, damit das schön abgedeckt ist. Ja. Großflächig. Das war jetzt allgemein gesagt. Ach so. Aber du kannst mal gucken, ob du nicht nochmal irgendwo in so einer Kehre vielleicht einen Kanonenturm oder nochmal so. Ja, ich wollte einmal hier oben noch Flugabwehr machen. Oder? Ja, solltest du auch bei dir kommen jetzt. Die nächste Wette ist auf jeden Fall sind Flugeinheiten. Ja, ich kann hier unten noch gut bauen. Da kommen die Spinnen, die sind was schneller und stärker, also halten mehr aus. Mhm. Und hier kann ich noch bauen. Das muss ich ein bisschen gucken, ich habe kein Geld mehr. Geh mal zum... Ja, doch. Und der Turm steigt doch scheinbar auch in seiner Schwierigkeit oder beziehungsweise in seinen Möglichkeiten. Aber kamen die da eben auch von unten? Weiß ich nicht, ich habe nicht gesehen, woher die kamen. Na, ich habe da eben auch nicht drauf geachtet. Ah, Leisure. Gehen wir und gucken mal, dass du das Geld einsammelst. Also hier wäre es der Vorteil zu zweit, sie könnte stehen bleiben und tanzen oder ich und der andere würde dann das Geld einsammeln gehen. Genau. So kann man sich das ein bisschen teilen dann. Und man kann halt zwei Türme gleichzeitig aufleveln. Das ist das
Antanzen der Türme. Oder Tower Dancing. Das ist gar kein Tower Defense, jetzt verstehe ich das erst. Tower Dancing. Tower Dance. Let's Dance war gestern, jetzt haben wir Tower Dance. Oh wei, ja, oh wei. So, das ja, nur so einfach. Ich würde auf jeden Fall weiter unten irgendwo noch einen Turm bauen. Ja, falls bin einer Weg. Durch, da kommen sie mich schon durch. Das ist sehr spät jetzt, aber egal. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich meine nur. Ja, bau. Ich glaube, sie sind gar nicht durchgekommen. Nee. Ah, zumindest sehe ich sie nicht mehr. Schnell noch das ist immer ganz gut, kurz vorm Haus meistens nochmal so einen Standardturm zu bauen. Ja, das machen wir ja eigentlich immer. Da irgendwo nochmal Kanonenturm am besten hin. Da unten. Da so würde ich machen. Hier? Ja. Und vielleicht mal so einen feinen Bogenturm. Nochmal, was haben wir jetzt? Als nächstes kommt schwer auf jeden Fall nochmal Kanonenturm dann gleich. Und jetzt, ich würde mal einen feinen Bogenturm irgendwie, also so einen Standardturm bauen. Ja, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel. Wieso? Wir haben 238. Ja, wo soll ich denn noch hinbauen? Hier mal ein Stück. Da, gegenüber, hier so? da links, da, links, da, da. Hier? Genau. Du bist gut, wie heißt du? Fine. Und nicht fein. Fein, ja, das ist auch mal lustig. Das führt zu Verwirrung. Das ist, ja. Wenn man ausspricht, ist das ja ganz einfach, aber wenn man den Namen schreibt. Geld. Vielleicht sollten wir es mit IE machen. Können höchstens Fienchen machen. Nein. Fürs Chen bin ich zu alt. Oh. Jetzt lacht er nur. Traut sich nichts zu sagen. Da ist Geld. Du bist blind. Jetzt hat er sehr gut. Wieso hast du den jetzt gebaut eigentlich? Weil da die Flugabwehr, Flugdinger ja, dann kommen. Ja, es ist nicht verkehrt, aber ich hätte jetzt erstmal abgewartet, weil jetzt kommen erstmal die ganz starken. Oh, wird schon. Ah, das passt schon, das kriege ich hin. Jetzt lauf mal ein bisschen hoch, oder mach mal die Ansicht. Du kannst doch nur die Ansicht verstellen, damit wir ein bisschen was sehen können. Ja, man kann so weit hoch die Ansicht nicht stellen. Aber ich glaube, das ist dieselbe Gegnerreihenfolge wie eben auch, tatsächlich. Ja, nur wahrscheinlich sind die stärker oder schneller. Stärker und schneller und die Wellen kommen schneller, aufeinanderfolgend. Das meine ich ja mit schneller, die Wellen schneller. Ich denke mal, die Gegner werden auch was schneller sein. Oder etwas schneller sein. Ja gut, die Spinnen, das kann gut sein. Die waren jetzt schon ganz flott. Ich glaube, also unser... Also nicht wundern, wir nehmen ja lokal auf den Stream gerade gleichzeitig. Unser Stream hat sich gerade schon wieder verabschiedet. Was ist denn los in letzter Zeit? Ich weiß Warte es mal, nicht. Ich bend den Stream nochmal ganz kurz. Weil... Ja, ich mach das nochmal. Der Stream mag uns nicht. Ich mag hier gerne die Falltürme. Ich kann nicht mehr streamen. Oh, was passiert? Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir bleiben jetzt einfach mal. Wir nehmen lokal weiter auf. Ja. Keine Ahnung, was passiert ist. Oh, Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Was steht's? Hosten haben wir nicht gefunden. Ach, wir müssen gleich mit den Einstellungen nachgucken. Nicht, dass wir diese Einstellung schon seit Wochen benutzen würden, aber okay. Hey. Immer was Neues. Au. Oh. Das wird nie langweilig. Ah, das ist schon alleine, ist das schon ein bisschen unübersichtlich. Jetzt müsste man sich noch so Fangtürme machen können. Ja, oder Türme, die verlangsamen tatsächlich. Das wird es mit Sicherheit auch geben. Ja, das Geld ist alleine schon so schnell weg. Ja, du hast ja noch genug. Nee, aber die Münzen, ich war jetzt hier unten, versucht aufzuleveln und dann waren da oben schon, Ach, guck mal, die fliegen andere Wege. Ja. Das haben die eben aber nicht getan. Ja, also, das wäre mir aufgefallen. Ist das die sind auch. Eben, meine ich, den normalen Weg lang geflogen. Ja, sonst baut er nochmal irgendwo ein. Ja, das ist, ja. Ist bisschen spät da. Jetzt.
Oh oh. Das, ich hätte noch nicht dahin gebaut, aber ist egal. Passt noch. Oh. Also strategisch steht er da gut, aber das war jetzt ein bisschen knapp. Ah, ist alles gut gegangen. Das war so geplant. Mhm. Darf ich mal Pause machen? Nein, nein. Da lässt das Geld wieder verfallen. Aber ist egal, wir haben genug. Was soll's. Das hat mich irritiert. Die Fiende regt sich zwar darüber auf, dass sie kein Geld hat, aber sie mag es auch eigentlich nicht so. Deswegen lässt sie es lieber liegen und verfallen. Oh. Die nimmt das dann aus der Kaffeekasse für die Türme. Aus deiner Kaffeekasse dann. Die ist leer. Warum? Weil ich Kaffeetrinker bin. So, ich mache jetzt hier nur einmal so eine Flugabwehr zur Sicherheit hin. Nee, aber ich glaube, die kommen hier nicht lang. Die gehen hier jetzt um kommt lang. Noch kein Flug mehr. Es kommen jetzt nur Bodeneinheiten. Ach so, es kommen nur noch die Bodendinger. Okay. Ich sag ja, das ist wie eben. Was denn? Ja, die Gegner werden, also die Gegnertypen, die kommen, ja. Die kommen in derselben Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht, genauso wie in der ersten Runde. Also das verändert sich nicht, es ist wirklich nur, sie kommen schneller, sind stärker und wahrscheinlich sind die Einheiten auch schneller. Gehe ich mal stark von aus. Mhm. Ich meine auch, die sind schon mal schneller, aber kann auch sein, dass ich mir das gerade einbilde. Brüm, brüm. Ich würde dringend die Kohle endlich mal einsammeln gehen da oben, nur so am Rande. Ich wollte den Turm aber auch noch machen. Ja, aber wir brauchen das. Da ist Geld, da oben. Der Kanonenturm hoch. Da. Da liegt noch Geld. Da und da links vor direkt. Wunderbar. Weil du musst auf jeden Fall Kanonenturm irgendwo noch setzen. Das wird sonst was knapp. So weit hinten? Na ja, komm, mach. Ist egal. Mach einfach, wie du meinst. Mach. Ja, sonst habe ich hier hinten wieder keinen mehr. Ich habe sowieso... Du kannst noch einsetzen. Du kannst auch weiter vorne einsetzen. Oder da hinten, ist mir egal. Ich mag das nicht so gerne. Also hinten ein paar Türme stehen zu haben, ist gut. Aber die Stärken, die habe ich lieber noch mal ein bisschen weiter vorne. Damit die erst gar nicht so weit kommen können. So scharf bin ich auf den Nervenkitzel an der Stelle da nicht. Ach. 3 Zentimeter vor dem Ziel. Ja, diesmal haben wir ein bisschen das Aufleveln der Türme schleifen lassen. Wir haben diesmal einfach weniger Zeit tatsächlich. Ja, das stimmt auch. Ich meine, nachher, wenn wir die Videobearbeitung machen, dann kann ich ja sehen, wie lange wir jetzt bei der ersten Runde gebraucht haben, um das komplett durchzuspielen, weil ich würde behaupten, jetzt mal 2-3 Minütchen schneller durch. Ah, es geht aber, oder? Kriegen wir. Ja, ja, das kriegen wir. Du kannst hier noch so ein Bäumchen kaufen, wir haben noch genug. Wieder Geld. Ja, hier wäre es jetzt einfach tatsächlich zu zweit. Ja. Deswegen freuen wir uns auch so sehr, wenn das Spiel endlich rauskommt. Es ist auch ein bisschen oft zu zweit ausgelegt, oder? Es ist auf jeden Fall einfacher. Ich habe keine Ahnung, ob wenn du zu zweit spielst, ob die Gegnerwellen angepasst werden, also ob es schwieriger wird oder ob es dieselben Gegnereinheiten, dieselben Anzahl, dieselbe Schwierigkeit ist und du es einfach nur einfacher hast, weil du zu zweit spielen kannst. Da schnell ein Gem einsammeln. Jetzt kommt der Jans Dicke. Ja, er ist schon auf dem Weg. Big Joe Kid. Das ist auch doof, dass man nicht einfach so frei über das Feld rollen kann, sozusagen. Boss ist incoming. Tue ich das? Ja, guck doch mal, wie der überhaupt da oben bis jetzt durchkommt. Ja gut, bis jetzt hat er noch keine Kanonenkugel gesehen. Ja, bisher war er einfach nur am... Da könnte sich auch zur Not so, wie gesagt, die Bomben holen gehen, ne? Ja, aber wir gucken erstmal, oder? Mega. Ah, den sollte man schaffen. Ja. Ich glaube, wir haben noch genug Kanonentürme da rumstehen. Vielleicht in Level 2 da unten gleich nochmal lieber, oder? Ja, kann ich machen. Geht was schneller. Und der ist auch nicht mehr so lang. Guck mal, kannst du wenigstens die Ansicht ein bisschen höher fahren? Du hast sehen.
Genau. Mehr geht nicht. Das ist gut. Halt. Jetzt werden Herauszoomen tatsächlich sehr interessant. Nur von Vorteil. Ja. Aber ich denke mal, das kommt alles noch. Es ist ja auch nur eine Demo. Sie ist kostenfrei. Genau. Wir haben sie jetzt über Steam gehabt. Aber über eine PlayStation und Xbox können sie sich auch runterladen. Und wo gibt es heute nochmal Demos von? Wir haben letztens uns noch darüber unterhalten, dass es total wenig Demos gibt, oder? Oder habe ich das nur gelesen? Nee, also wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, ja. Nicht letztens, aber ja, die Zeiten sind halt so ein bisschen vorbei. Bei Steam kannst du die Spiele halt innerhalb von 2 Wochen zurückgeben, wenn du sie nicht länger als 2 Stunden gespielt hast. Ja. Und dann brauchst du eigentlich gar keine Demo mehr bei Steam, aber ich finde es trotzdem schade. Weil gerade wie jetzt, das Game kommt in knapp einem Monat raus und wir können es jetzt wenigstens schon mal antesten im Demo, auch wenn es vielleicht noch nicht alle Funktionen drin hat oder... Ich meine, gut, fehlerfrei laufen tut das Teil auf jeden Fall, ne? Ja, es macht sich doch auch interessant, so ein Spiel, wenn... Ja, ich finde es auch schade ein bisschen. Wenn du eine Demo vorher hast, du wirst so angeteasert. Auf den Konsolen ist es ja weiterhin auch noch so, ne? Also du kriegst zwar ja. Nicht zu jedem Spiel eine Demo, aber zu... ja, ich will jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber zu einigen zumindest noch. Und ich bin auch noch so ein, vielleicht noch von früher so ein bisschen Demo-Fan an sich. Neuer Highscore. Perfekt. Wir haben das auf Tricky, das Level geschafft. Jetzt haben wir 30 Steinchen. You have defeated. Wir haben 200 Monster abgewehrt. Oh. Und unsere Chibis fühlen sich jetzt viel sicherer. Hervorragend. Guck, sie tanzen auch. Ich habe. Wir haben 40 Tower gebaut? Oh, boah. Oder Level 1 und 2 zusammen. Oh, das ist mir gar nicht so viel vorgekommen. Okay, interessant. Sehr gut. Willst du mal? Nee, ich würde sagen, wir machen ganz kurz Aufnahmestopp. Ja, machen wir kurz. Guck, genau. Der schöne Regenbogen. Das ist so niedlich gemacht. Dann mach ich mal kurz Pause. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was mit unserem Stream los ist. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.